Heute dreht sich alles um Osternester. Ich habe die angefertigt aus Altpapier und Stroh oder Heu. Wie ich das gemacht habe, das zeige ich dir. Und am Schluss zeige ich dir noch, wie ich die zu Ostern dekoriere. Meine zwei Nester sind jetzt getrocknet und die werde ich jetzt dekorieren, auch wieder mit Moos und mit Blumenzwiebeln. Und ich habe eine Idee, eines möchte ich aufhängen und das andere kommt auf so einen Kerzenständer. Und den möchte ich hier so auf den Kerzenständer dekorieren und das andere möchte ich dann so dazu hängen, wenn das funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Oder du könntest natürlich einen zweiten Kerzenständer nehmen und beide so dekorieren. Ich mache jetzt mal das auf dem Kerzenständer und schau mal, wie das ausschaut. Und die habe ich jetzt innen nicht behandelt. Hier werde ich jetzt eine
Alufolie reinlegen oder du kannst eine andere kleine Schale reinmachen oder einen Plastiksack. Ich werde es jetzt mit Alufolie einfach etwas auslegen, damit es geschützt ist, da ich ja eben mit Moos arbeiten möchte und Blumen reinkommen. Und natürlich ist das Upcycling. Das ist eine gebrauchte Alufolie und die behalte ich auch immer auf. Man weiß ja nie. Zufälligerweise weiß ich, dass alle Kreativen garantiert Eierschalen gesammelt haben. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Du kannst natürlich hier noch Eierschalen reinmachen oder kannst natürlich so eine Blumenzwiebel nehmen und hier ins Ei reinmachen und dann so dekorieren. So. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Also, es gibt 1000 Variationen. Meine zwei Osternester sind nun fertig. Ich habe mich jetzt doch entschieden, dass ich beide auf einen Kerzenständer mache, weil es bei mir gerade passt. Aber ich werde dann noch was zeigen, auch mit so Nestern, die ich aber ans Fenster hänge, was ich auch sehr schön finde. Wem das jetzt natürlich zu schlicht ist, hier habe ich so einen Federkranz und das sieht natürlich auch sehr edel aus. Dann kannst du den einfach so in diesen Kranz reinstellen und dann sieht das schon viel edler und nicht ganz so schlicht aus. Das ist natürlich auch sehr schön. Und hier habe ich noch ein Kranz vom letzten Sommer, den ich gewickelt habe. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Das ist jetzt ein bisschen rustikaler, aber auch das geht. Und dann hat man ein bisschen mehr drumherum. Oder natürlich gibt es hier die Möglichkeit, dass du hier noch was machst, was runterhängt. Das kann mit einem Bändel sein oder was auch immer. Euch fällt da schon was ein, da bin ich ganz sicher. Aber das sind jetzt meine zwei Pulpnester, die wirklich super einfach sind und super schnell gehen und sie trocknen auch extrem schnell. Und das finde ich auch sehr schön als Mitbringsel, wenn du beim Osterfrühstück eingeladen bist. Dann kannst du das so mitbringen. Es ist selbst gemacht. Das Moos habe ich im Wald gesammelt und die Blumen habe ich natürlich gekauft. Aber man könnte das jetzt auch mit Kresse machen. Wäre auch eine Möglichkeit, dann kann man es auch essen. Ne? Also, das ist so eine ganz kleine Osterdekoration. Ich hoffe, es war für dich eine Inspiration. Bald geht es weiter, ich habe noch ein paar kleine Ideen. Ach ja, ich mache dann noch so ein... Ich habe ja letztes Jahr diese Ostereier gemacht, auch aus Pulp, also im Makramee.
Style. Und die werde ich abändern, mit denen habe ich was vor. Die werden umgewandelt und das zeige ich dir nächstes Mal oder vielleicht übernächstes Mal. Aber da ja bald Ostern ist, wird es vermutlich schon nächstes Mal sein. Also ich wünsche dir alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.